So, die Sonne knallt gar nicht rein. Bin quasi blind und es ist auch gar nicht warm. So, leise, leise wie eine Waldameise wollen wir jetzt natürlich wieder versuchen, hier durchzusneaken. Gut, dass ich durch die Sonne selber fast gar nichts sehe auf meinem Bildschirm. Ich habe hier irgendwo einen leuchtenden Pilz gesehen, den will ich gerne haben. Da unten ist er. Ich würde mal behaupten, eventuell kommen wir da durch, ohne jemanden zu töten. Hätten wir schön abzählen können, ne? Da sind zwei Pilze, an die ich jetzt nicht rankomme, glaube ich. Hätten wir natürlich vorher wissen müssen. Wussten wir aber nicht. Denkt dran, wir spielen Metro, wir müssen in jede Ecke gucken. In jede. Aber hier gibt es, glaube ich, nichts zu holen. Außer den Tod. Ich würde schon gerne da hoch. Vielleicht. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Warum leckt das Spiel gerade so? Ich weiß es nicht. Aber wenigstens könnten wir einer ist besser als keiner, so. Ein Sumpf voller mutierter Viecher. Da freue ich mich doch jetzt schon wieder drauf. Kommen da gar nicht hin, ne? Dachte gerade, die hätten mich gehört. Ich sehe nicht mal, wogegen ich hier kämpfe. Ich sehe genauso viel wie ihr. Alter, das kam unerwartet. Irgendeiner scheint da ja Wache zu halten. Also ich höre ihn pfeifen. Ist auch irgendwie. Nur? Hallo? Ich glaube, ich bin festgebackt. Was zum. Bin jetzt ernsthaft festgebackt? Who knows? Das geht ja schon wieder, das sieht ja schon wieder gut los. Geil. Da kommt schon wieder mega Bock auf.
hey, dann fangen wir doch nochmal von vorne an. Immerhin wissen wir jetzt, wo wir lang müssen und wo nicht. Ach ja, komme ich jetzt hier nochmal hoch? Nee. Die Seilrutsche war von ganz oben, ne? Das ist jetzt natürlich doof, aber was will man machen? Wie kann man denn da wegglitschen? Das verstehe ich nicht. Oder Moment, vielleicht kommen wir doch hier dahin. Ah. War es vielleicht doch nicht ganz umsonst? Konnte ich hier nicht gerade was aufheben? Ach, hä? War ich hier nicht gewesen? Verwitterte Notiz. Luida, du verstehst es einfach nicht. Wenn ich nicht mit dir gehe, dann heißt das nicht, dass ich Roman nicht zustimme. Er hält sich für einen großen Anführer, aber nicht einmal er besäße die Dreistigkeit, mich oder irgendwen hier einen Feigling zu nennen. Selbst wenn wir lieber sterben, als Leute zu erschießen. Ich möchte bleiben, weil hier sonst niemand mehr wäre, der die Sumpfmutanten davon abhält, in den Wald vorzudringen. Und sollte das jemals passieren, würde das bedeuten, dass unser Opfer, unsere harte Arbeit und selbst unser Versprechen umsonst waren. Denn diese Mutanten würden hier einfach alles zerstören und unseren Wald, unser Zuhause, in eine stinkende Höhle verwandeln. Du hältst mich für verrückt, dass ich das glaube? Das ist mir egal, vielleicht bin ich verrückt, aber dir wünsche ich viel Glück und ich bleibe. Hard words, hard words. Ich bin ganz schön blöde. Hab ich hier echt nicht? Ich dachte, ich wäre hier in der Hütte gewesen, ne? Oh. Aber hier ist der, ne? Karabiner, klack. Wie ist er denn hier gestorben? Als er runtergerutscht ist, einfach Pock gegen Pfeiler und tot, oder wie? Also rein theoretisch ist hier der beste Weg lang, ne? Wie wir es mal behaupten. Obwohl, ich glaube, das ist kein fester Boden. Aber ich will die Pilze haben. Dann dürfen wir uns noch nicht durch das Vieh erwischen lassen. Hat er mich schon weggedreht, ne? Ich hab mich ehrlich schon weggedreht und wollte schon losrennen, aber es war wieder zu spät. So. Hopp. Jetzt aufpassen, nicht, dass wir da wieder hängen bleiben. Ich frage mich immer noch, wie ich da hinbleiben konnte. Dann halt so. Wir müssen in die Basis rein da, ne? Achso, ne, ich brauch ein Boot, also muss ich schon da rein. Das geht doch wieder schief. Ich muss hier wieder irgendjemanden umbringen. Da oben steht einer mit einer Helmlampe. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pech. Wo sitzt denn diese kackige Schlange? Nicht was, sondern Helm. Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar, was ist mit dem? Der Typ ist dann kommen. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Hallo, hier bin ich. Den ersten Teil vielleicht. Den zweiten
zweite ist allerdings etwas schwierig zu fangen. Viele haben es versucht, aber keine Chance. Der ist wirklich gut. Was bedeutet, wenn die ihn fangen? Ja, dann schwören wir morgen im Haus des Lehrmeisters unseren Eid. Also halte die Augen offen. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden. Muss jetzt zwingend hoch, ne? Skaliert doch wieder. Ich kann ihn nicht sehen! Leute! Einer von uns ist tot! Es ist schon wieder geil. Hilfe! Hilfe! Ich glaube, er ist tot! Denkst du, bist hier unten sicher? Hier wär's Boot gewesen. Hier wäre das Boot gewesen. Ich kann ja mal es riskieren. Die werden mir gleich ins Kreuz schießen, ne? Warum schießen die erst so spät? War ja klar, dass ein Schuss tödlich ist. Wahrscheinlich hat er genau gespeichert da, wo ich den Typen abgemurkst habe. Bin mir ziemlich sicher, dass man unauffällig hier fliehen kann. Oh! Mal ein sinniger Speicherpunkt, wer hätte das gedacht? Ein sehr ungutes Gefühl. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pech. Was meinst du damit? Nicht was, hey, sondern wen? Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar, was ist mit dem? Der Typ ist dann kommen. Das Problem ist jetzt, dass er mich direkt dadurch gesehen hat, ne? Na und? Wir erwischen doch immer alle. Den ersten Teil vielleicht. Der zweite ist allerdings etwas schwierig zu fangen. Viele haben es versucht, aber keine Chance. Okay, das lief jetzt besser. Dann schwören wir morgen im Haus des Lehrmeisters unseren Eid. Also halte die Augen offen. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden. Frage ist, komme ich hier einfach so weg? Ich muss die Pilze farmen, ansonsten fall ich ja auf hier. Frage ist jetzt hier noch was irgendwie. Sieht mir noch fast aus wie ein Außenposten. Ein verlassener. Aber so geiler Stuff kann jetzt auch nicht sein, dass sich das lohnen würde. Ich weiß jetzt schon, dass da wieder irgendwas war, was ich hätte einsammeln können. Komme ich hier lang? Wow. Gefährlich hier. Die Gegend. Hier ist auch weit und breit nichts, ne? Also... Ja, klack. Die
Ich finde es super, dass er irgendwas sieht, was ich nicht sehe. Manchmal stellt er auch wirklich nur das Fernglas scharf. Aber zum Großteil entdeckt er dann meistens doch was. Wir müssen ja eigentlich nur da übersetzen. Wo ist mein Boot? Hier hinten irgendwo, ne? Bin wir völlig vergessen. Hahaha. Ha, ha. So. Da kommen wir jetzt nicht wirklich ungesehen rein, würde ich jetzt behaupten. Kommen wir seitlich irgendwo rein? Steht doch einer. In meine Richtung? Nee. Jonah, weißt du, ob heute jemand zur Kirche gegangen ist? Ich habe Schüsse gehört, als ob es kein Morgen gäbe. Ich dachte, das wäre nur ein Krieg. Dann sah ich Bäume umstürzen. Jemand hat den Gebieter. Die habe ich auch gehört. Das war definitiv keiner von uns. Wir haben hier keine Idioten. Muss der Eindringling gewesen sein. Muss der Eindringling gewesen sein, hallo? Wir machen mal ein ganz sneaky Action. Aber, also zumindest hatte ich das vor, aber ich glaube, das geht so nicht, wie ich mir das gedacht habe. Und hier rumgefahren komme ich auch nicht, also muss ich wohl oder übel da Nei setze. Muss wirklich in die Base rein. So leise kann kein Mensch rudern, das muss jemand hören. Das geht doch schief. Hm? Ich ein Handy hab. Ein Huawei Mate 20 Pro. Wo ist die Wache von gerade eben? Oh, endlich mal Ruhe. Hier hochgelaufen, ne? Ja, er läuft über mir rum. Definitiv. Kommt bestimmt gleich runter. Oder er sieht mich hier wieder durch diesen Holzverschlag. Weil die nicht blickdicht bauen können. Wie lange steht er da jetzt? Jetzt? Bin gerade nicht hochgekommen, ne? So. Bis hierhin lief's doch ganz gut. Irgendwie kann ich hier eine Schleuse öffnen. Sollte ich vielleicht erst tun, wenn ich alle soweit ausgeschalten habe.
Ja, da hinten wird schwer. Komme ich einfach so an den Rand? Ich glaub's fast nicht. So, wofür ist denn der Hebel hier? Für das Tor da unten? Da wäre dann ein neues Boot. Hey, ist das ein Eindringling? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Da ist er! Schön, dass es alle wieder direkt mitbekommen haben. Nein, nein, müsst ihr nicht. Was habe ich überhaupt für Waffen? Diese komische, hässliche Schrotflinte. Komm raus und stell dich wie ein Mann. Könnt ihr die AK nehmen, ne? Wäre die bessere Alternative. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Munition habe ich denn? Ach, naja, fast voll. Mensch. Da, in dem Haus, da war jemand. Tot! Ach, Lehrmeister sei Dank, er ist nur bewusstlos. Hierher, Leute! Jemand hat unsere Wache niedergeschlagen! Ja, jetzt kriegt man auch mal mit, dass man sie nicht direkt getötet hat. Problem ist, jetzt kluckt er da oben rum, ne? Ich muss auch wieder da hoch. Oh oh. Er kommt! Muss noch nah genug rankommen. Denn? Der geht in die andere Richtung. Du hättest nicht in unseren Wald kommen sollen, Streuner! Wer dreht sich um? Und der andere? Trampeln noch zwei herum. Ganz ruhig, Daniel. Warum kann man denn nicht zuschlagen? Ich verstehe. Vor 13 Minuten letzter Speicherpunkt. Ganz am Anfang. Ach nee, nicht wirklich. Mann, ich verstehe es nicht. Ist es jetzt so schlimm, ihm ins Gesicht zu hauen, oder? Oh, wow. Richtig geil. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pets. Was meinst du damit? Nicht was, sondern wen? Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Muss wieder alles in vorne machen. Was zum...
Als ob du mich jetzt gesehen hast. Ich habe ihn ganz sicher gesehen, ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Wir erwischen doch immer alle. Es ist immer das Gleiche. Mann, ey, 13 Minuten sneak ich mich da durch die Scheiße durch und die sehen mich dann. Und dann ist vorbei. Zum Kotzen ist es doch. Wie er mich auch gerade wieder gesehen hat, verstehe ich nicht. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pech. Was meinst du damit? Vielleicht mal ein bisschen weiträumiger umlaufen? Hast du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar, was ist das jetzt? Der Typ ist dann kommen. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Die erwischen doch immer alle. Den ersten Kerl vielleicht. Der zweite ist allerdings etwas schwierig zu fangen. Viele haben es versucht, aber keine Chance. Der ist wirklich gut. Was bedeutet's, wenn wir ihn fangen? Ich hab das Licht nicht angemacht, fällt mir gerade ein. Das ist unsere Chance, Ausbilder zu werden. Da ist der Eindringling! Leckt mich doch hart, Alter. No fucking way, Mann. Ich bin einmal durch Zufall, glaube ich, an den vorbeigekommen und jetzt werde ich immer wieder erwischt. Das ist zum Heulen. Weil ich wieder keinen umbringen wollte. Hätte ich den einen Typen da mal einfach erschossen. Oder ich erschieße einfach die beiden da oben. Blöden Kackvögel da. Was meinst du damit? Hat mich auch noch eine Schlange gebissen. Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Klar, was ist passiert? Der Typ ist entkommen. Das Problem ist jetzt, dass er nicht alleine war. Na und? Wir erwischen doch immer alle. Nimm das! Es ist doch nicht zu glauben. Wer guckt denn durch so ein Es ist stockend duster in dem Scheißwald, ne? Aber da guckt einer durch mit der Helmlampe, oder was? Das sind nicht mal 20 Zentimeter. Verdammt. Wir haben von Tag zu Tag mehr Pech. Was meinst du damit? Nicht was, sondern wen. Kennst du diesen Streuner, den die Pioniere aufgegriffen haben? Was ist das? Da unten, seht ihr das? So. Muss es halt so gehen. Hey, die sehen mich jetzt wieder. Gucken in die komplett andere Richtung, ne? Wow. Das hätte ich einfach mal eher machen sollen. Interessanter wären jetzt die Kackvögel da wieder. An einem Stützpunkt.